Hallo und willkommen auf Detlefs Aquarium Vlog. Ich möchte euch mal sagen, was ihr hier erwarten könnt. In den ersten Videos könnt ihr erwarten, dass ich diese dumme Mütze und diese Brille trage. Aber das ist vorbei. Ja, so laufe ich eigentlich wirklich rum und so seht ihr mich auch in den aktuellen Videos. Zu 90% zeige ich euch, was mache ich denn hier überhaupt mit meinem Aquarium. Und ihr könnt euch da rausziehen, was ihr wollt. Ich selber habe ein klassisches Aquarium und schaue mich auch gerne mal über den Tellerrand hinaus andere Sachen an, wie zum Beispiel beim Aqua-Owner, bei Tobi, was der da so macht mit seinem Aquascaping, und versucht auch ein bisschen da hinten reinzubekommen. Ich schaue mir auch andere Videos an, wie zum Beispiel Easy. Wer kennt nicht Easy? Ja, 1 Million Abonnenten, das ist, glaube ich, halb Deutschland. Und der hat sich da ein tolles Becken hingebaut, wo ich dann sagen muss, ja, da mache ich aber auch was. Da gucke ich mir auch was ab. Okay, waren 2 von vielen Beispiele. Ansonsten gehe ich eigentlich nach der Methode von Commander Taggart vor, von Galaxy Quest. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Mittlerweile könnt ihr aber auch schon ein paar Tipps und Tricks mitnehmen. Wobei man sagen muss, bei der Aquaristik, es führen so viele Wege zum Ziel, das ist schon fast unglaublich. Ich persönlich finde, die Aquaristik ist ein ganz tolles Hobby. Wenn man die entsprechende Geduld investiert, wird man am Ende richtig belohnt. Sei es, ob man euch jetzt in die Schublade Aquaristik, klassische Aquaristik mit Pflanzen, mit Fischen, mit Wirbellosen reinpackt. Ob ihr jetzt sagt, ich mache jetzt ein Becken, wo nur Fische drin sind, ohne Pflanzen. Oder ob ihr sagt, ich mache ein Aquascape. Am Ende, das Bild wird einfach schön. Weil die Schönheit liegt nun mal im Auge des Betrachters. Ich zähle mich zu den klassischen Aquarianern. Ich packe einfach alles rein, was geht. Und forme daraus ein Bild, wo ich mich dann dran erfreuen kann. In meinem Fall ist es eine Mischung aus Sand, Pflanzen, Steine, Holz, Fische, Garnelen und Schnecken. Wenn es euch natürlich auch interessiert, so etwas irgendwie zusammenzubekommen, tja, ich habe eine Menge Videos, die ihr euch anschauen könnt.